Es geht weiter, Leute. Wir sind nämlich im Dungeon und ich habe mich bewaffnet und jetzt geht's los. Boah, da kommt der Erste auf mich zu. Frisst seine eigene Waffe und ich habe ihn so sehr getroffen, dass er völlig perplex ist und gar nicht meine Blitzhiebe sehen kann. Und jetzt vernichte ich deinen Kopf. Spring nicht so herum mit deinem Kopf. Wie kannst du überhaupt Schwung holen mit deinem blöden Kopf? Ja, das war meine Taktik. Wirf die Keule auf den komischen Typen mit der Keule. Boah, Alter. Du kannst aber rumwirbeln. Respekt, Alter. Boah, du bist ja echt ein ganz cooler. Jetzt reicht's aber auch mal. Ich bin hier der coolste Typ in ganz Hyrule. Naja, hier liegen zwei Keulen rum, ich denk mal. Ein bisschen Spaß muss sein. Friss das! Und so geht's weiter. Bam! 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 Boah, der kann sich nicht mal mehr bewegen, so hart sind die Schläge. Ja, da haben wir diese Skelette in den Boden gestampft. Jetzt sind sie nur noch Staub. Vorher waren sie wohl besser dran. Da konnten sie sich wenigstens noch als Skelette bewegen. Ja, als Rauch können sie sich nicht so gut bewegen. Ich versuche mal noch hier ein paar Herzen abzugreifen. Yeah. Nicht, dass ich es nötig hätte. Ich meine, ich komme hier auch mit einem Herz durch. Aber jetzt können wir endlich unser besonderes Item entgegennehmen, das wir in diesem wunderbaren Dungeon finden. Und Leute, es ist ein Schild und es ist nicht irgendein Schild, es ist der Spiegelschild und er sieht einfach wunderbar aus, finde ich. Ja, ja. Unser alter, verrosteter Schild, der uns gute Dienste erwiesen hat, ist nun von dannen und liegt irgendwo rum. Er ruht in meiner Unterhose, wieder mal neben dem Schwert. Ja, und jetzt besitzen wir auch diese wunderbare Fähigkeit und müssen wir nicht immer Melody darum bitten. So, jetzt können wir nämlich auch sowas machen hier. Pow! Los, das ist nämlich ein besonderer Schalter, der auf Licht reagiert. Ich vermisse ein bisschen den Kompass. Den würde ich ganz gerne doch mal haben. Damit ich sehe, wo die Schätze denn alle sind. Ja, Melody musste draußen warten. Hier geht's, glaube ich, nicht weiter. Nö, muss es ja nicht. Kann ja nicht. Und ja. Jetzt können wir eigentlich nur noch einen Weg gehen, denn wir haben ja hier alles schon erledigt und das ist ja eine Sackgasse nach der anderen hier gekommen. Und dann zerstöre ich nochmal schnell die. Oh nein, jetzt sind die wieder da. Stirb! Stirb! Kabam, babam, babam, babam! In den Arsch! In your face! In your ass! Ha, Idiot! Hat er seinen eigenen Kommandore zerstört! Und so mussten sie beide sterben. Oh, lass mich bloß in Ruhe mit deiner Kacke da. Egal, der einfachste Weg, sie loszuwerden, ist, sich schlagen zu lassen. Und dann gegen ihre... Ja, man muss erstmal gegen ihre Laterne da hauen, damit die weggeht, weil sonst greifen die nämlich an. Und wenn die nämlich ihre scheiß Laterne nicht haben, dann können die auch nichts mehr ausrichten. Na, endlich. Na los, komm in mich hinein. Jetzt nicht falsch verstehen. Jetzt bin ich wieder voll auf Droge, voll auf Geist, Alter. Das ist die neue Partydroge. Humalala, humalala. Über mir ist so ein komischer Fluch. Ja, du kannst auch hinein. Hab keine Angst, komm hier rein. Ich biete Platz für mehrere Geister. 3 Euro die Stunde. Ich weiß, das ist billig. Immer wieder dabei sein, einmal Besitz von Link ergreifen. So. Gut, jetzt sind wir in diesem coolen Raum hier, den wir... Wo ist Melody eigentlich? Hallo? Hallo, Melody? Melody? Ja, wo ist die eigentlich? Hä, wo ist denn Melody? Jetzt mal ehrlich, wo ist Melody? 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 Ah, da ist Melody. Was hast du denn hier gemacht? Hattest du Angst? Das brauchst du doch nicht. Gut, Melody, spring hinauf. Super. Herzlichen Glückwunsch für diesen erfolgreichen Moment. Na gut, ich muss dich sowieso befehligen. Ja, ich habe vergessen zu zählen, ist ja auch egal. Es ist unzählbar. Das sind so oft, die ich dieses Lied spielen muss, dass man es kaum zählen kann. Flieg mal. Flieg, 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 flieg. Yeah. Unglaublich. Für diesen... So, jetzt müssen wir sie nämlich ausrichten. Wo kann man mich denn... richte ich mal dahin.
So, dann stelle ich mich da oben rauf und werde hoffentlich den Lichtstrahl reflektieren können. Ja. Oh nein, jetzt habe ich ein bisschen nach unten gedrückt. Naja, hoffen wir mal das Beste. Also, das sieht schon mal gut aus. So, holen wir unseren Schild und... Yeah, durch diese unglaubliche Teamarbeit konnten wir den nächsten Durchgang öffnen. Also war da doch kein Schatz hinter. Und hier kommen, kann ich die nicht rufen? Ah, ich werf die einfach runter. Kein Bock jetzt nochmal extra für dich, diese Melodie zu spielen. Los! Ah, jetzt springt die da auch noch lang. So, komm mit! Yeah! Oh, nein. Gut, es hat noch gereicht. Ja, und auch hier ist wieder Teamwork angebracht. Denn, Melody, tu was. Melody ist unser Werkzeug. Wow, wow, wow. So, wieder mal Lichtpower. Ja, da ist so ganz... Erstmal machen wir den Steiner kaputt, so. Und was befindet sich dahinter? Ein blauer Rubin und eine Wand. Wer hätte das gedacht? Ja, steuern wir mal darauf zu. Denn von dort aus können wir nämlich wieder mal mitspielen. Und diese Wand dahin kaputt machen. Wo sich noch mehr Rubine befinden. Yeah, es lohnt sich immer wieder. Na gut, diesmal hat es sich ein bisschen gelohnt. Es waren ja doch ein bisschen viele. Okay, weiter geht's, Melodie. Ich trage sie über die Schwelle. Und wir befinden uns wieder im ersten Raum, Leute. Ich fliege mal mit ihr hinüber. Oder lass mich von ihr hinüberfliegen. Autsch. Mann, kannst du nicht sanfter landen? Naja, auf jeden Fall können wir jetzt erstmal gucken. Nein, ich will sie nicht rufen. Oh, komm her. Komm her, komm her. Bleib stehen. So. Jetzt gucke ich erstmal, ob ich hier was vergessen habe. So, wir haben hier einen Schalter. Ja, ja, dieser Lichtstrahl kann diesen Rauch ganz leicht verziehen lassen. Okay, da scheine ich nichts vergessen zu haben, aber... Momentchen. Ja, ich habe ja noch was ganz anderes vergessen. Denn wir hatten ja da noch einen Raum, wo wir was nicht tun konnten. Und wenn wir schon mal in der Nähe sind... Ah, oh, wieder dieser Scheiße. Komm her! Komm her! Was ist das? Stirb doch einfach! Ich hasse diese Hand! Verschwinde! So. Die sind echt beängstigend, diese Hände. Boah, verschwindet. Da brenne ich lieber eine Weile. Mit geschlossenen Augen. Es gibt ja immer schön Herzen, also ist ja geil. So, komm mal mit, Melody. Wir haben da noch was zu erledigen. Oh nein, da ist schon wieder so ein komisches Handloch im Bodenmonster. Gibt es keine andere Methode, die zu besiegen? Kann mir jemand bitte sagen, wie man die am leichtesten besiegen kann? Das wäre echt cool. Weil ich stelle mich da immer ein bisschen blöd an. Und irgendwie hat der keinen Bock auf mich. Friss das! Verarsch mich nicht! Gut, dann halt nicht. Nehme ich Melody halt mit. So. Jetzt kommt er gleich bestimmt. So. Komm, Melody. Halte nochmal kurz hier auf diesen Schalter ein, damit ich ihn durch kann. Ja, ja, ich weiß nicht, was dahinter ist. Hoffentlich eine Schatztruhe mit einem Glücksamulett. Ich freue mich hoffentlich, bitte. Ich habe doch sonst kein Glücksamulett bekommen, außer eins. Ey, eins. Ein Glücksamulett im Dungeon. Das ist ja eine schlechte Ausbeute. Ja, das gibt's nicht, ey. Ja, genau das, was ich wollte. Wuhu! Ein Spaß. Ach ja, Glücksamulette. Ist das nicht herrlich? Da fehlen mir die Worte. Naja, ich habe jeden Schatz hier auf der Liste. Also, oh, jetzt können wir zusammenstrahlen. Die Lasershow geht weiter. So, du bist hier. Und du machst jetzt mal das, was ich dir sage. Und zwar leuchtest du mir den Weg. Nein, du leuchtest auf das eine Auge der Sonne. Ja, spektakulär haben wir gewechselt. So, wir sehen natürlich da oben. Kann ich mit dir gucken? Nein, kann ich nicht, natürlich. Aber wir sehen da diese komische Sonne oder was auch immer es sein soll. Nein, es soll keine Sonne sein, es soll ein komisches... Das sieht aus wie so ein scheiß Zombie mit diesen Ohrringen.
Naja, wir sollen in die Augen strahlen, denn da ist ein Schalter, der... Ah, doch, es ist irgendwie ein Sonnenkopf. Ah ja, okay. Ich muss jetzt mal aufhören und sie weiter drauf strahlen lassen. Und das ist ein Kombischalter mal wieder, den nur wir beide zusammen aktivieren können. Und da ich jetzt den coolen Spiegelschild habe, kann ich da gleich mal mitmachen bei der Aktion. Und so bringen wir die Sonne zum Drehen und es werde Licht. Und eine Treppe erscheint. Oh cool, und der Rauch ist weg. Und wir haben hier ganz, ganz viel Kisten. Nicht Kisten, sondern Krüge, Vasen, was auch immer es ist. Okay, hier scheint es nichts mehr zu geben. Ich hoffe, ich habe jetzt hier alle Schatztruhen wenigstens. Komm mal mit, Melody. Oh ja, der Raum erstrahlt im neuen Glanze. Mann, wir tun doch nur Gutes. Auf in den nächsten Raum. Wir können ja gleich mal auf die Karte schauen und dann gucken wir mal, was uns noch so bevorsteht. Dieses ganze Erdgeschoss haben wir schon mal hinter uns. Dann noch das da und da wird wohl irgendwo der Boss sein, nehme ich mal an. Also ein bisschen ist noch vor uns. Bei den anderen Dungeons wären wir jetzt schon fast durch, würde ich mal sagen, oder nicht? Ich glaube schon. Oh nein, diese Dinger, oh, ich hasse sie. Nein, ich brauche mein Blatt. Kann man die auch mit dem Blatt töten? Ich probiere es mal. Los, Wind! Ach, diese Dinger sind doof. Ich hasse sie. So, wo gehe ich denn jetzt hin? Was gibt's da Schönes? Ach je, ich bin so unentschlossen. Wo gehe ich jetzt hin? Am besten erstmal hier rüber. Ach, aua. Oh nein, jetzt kann ich kein Item mehr benutzen. Mann, stirb einfach. Ah, ich kann die auch eigentlich mit meinem Bogen abschießen, fällt mir gerade ein, oder? Das müsste doch eigentlich funktionieren. Aber ich verschwende mal keine magische Energie. Mann. Kann ich die nicht anvisieren? Ist ja blöd. Egal, da muss ich auf meine scharfschützerischen Fähigkeiten... Oh oh, okay. Ja. Komischerweise ist der irgendwie immun gegen Pfeile. Ja, ja, die Schädeldecke wurde verstärkt oder so. Ah, ich sehe gerade, wir können da runter. Aber das ist ja auch super. Da sind lauter lustige kleine Boden... Hände. Ah, ich quatsch zu viel, Leute. In der ganzen Zeit hätte ich schon diese Tür da aufmachen können und wir hätten weitergehen können. Aber nein, ich muss ja quatschen wie so ein... Keine Ahnung. So, hinüber. Und jetzt trällern wir ein Liedchen. Nein, wir lernen kein neues. Wir geben ein kleines Konzert. Unser Können geben wir zu Besten. Ich glaube, das ist meine Lieblingsmelodie. Obwohl, die vom anderen Tempel ist auch eigentlich nicht schlecht. Die sind sehr schön, die Melodien von dem Tempel, finde ich. Aber ich glaube, das habe ich schon oft genug gesagt. Ja, yeah, auf magische Weise öffnet sich wieder mal diese unzerstörbare Steinwand. So, eine Tür ist frei geworden. Hindurch, Melodie. Oh ja, und dieser Raum ist cool. Hier gibt es nur zwei Zombies, die wir besiegen müssen und danach geht's. Entschuldigung, ich musste mal kurz... mich verschluckt, ein bisschen... Beim Anblick dieser hässlichen Fratzen habe ich mich doch glatt verschluckt. Stirb, bevor du mich anschreien kannst. Ich habe dir nichts getan. Tja, da geht es down, bevor es überhaupt aufstehen konnte. Muhahaha, Link, der Zerstörer. Gut. Was? Ah, nein, das ist noch gar nicht... Oder? Ist das der Raum? Nein, das ist ja noch gar nicht der Raum, den ich dachte. Egal. Hier können wir auch schon mal was machen. Können wir diese Dinger zerstören? Ja. Ihr seht, es ist egal, wie groß diese... porösen Dinger sind. Hauptsache, sie sind da. Also dieses Licht hier ist wirklich allmächtig. Und wir benutzen einfach mal den Spiegel. Wuhu, um die Ecke denken, ja. Yeah. Um die Ecke denken, um die Ecke Lichtstrahlen abschießen. So, jetzt haben sich gleich zwei neue Wege für uns eröffnet. Und weil der eine so irgendwie so lang ist, nehme ich mal den kürzeren. Würde ich mal sagen. Und der ist... Jetzt muss ich ja mal gucken. Moment. Muss man ja spiegelverkehrt denken. Ist ja echt tricky. Wir sind von da gekommen. Also jetzt bin ich gerade ein bisschen auf... Stehe ich gerade auf der Leitung. Na, wir gehen einfach nach da. Da müsste es sein, was ich denke. Ja.